Hey, ja, hier ist der Stuppen. Willkommen zurück zu Starlancer, zur Fortsetzung. Ihr spielt und damit zur nächsten Mission. Beim letzten Mal haben wir ein Silesinisches verteidigt und sind die Mirage geflogen und wir haben eine kleine Glasleistung abgeliefert, denn wir waren ganz schnell stark beschädigt, haben uns zum Ende der Mission geschleppt, aber hatten wir nach der Eskorte noch was anderes zu tun. Da mussten wir noch ein paar Ripper verteidigen, die ja gerade die Fracht eines gerade zerstörten Frachtschiffes halt geborgen haben. Ja, wir haben unseren Beitrag geleistet, haben so ein paar Abschüsse gesammelt, sind jetzt der viertbeste Pilot oder viertbeste Pilotin in den Reihen der Allianz, aber wir haben am letzten Mal ja nicht so wirklich wieder keine Glasleistung abgeliefert, hat trotzdem halt gereicht für den Orden auch noch. Wir haben die silberne Nadel erhalten, oder Silver Quest heißt es, glaube ich. Und ja, machen wir weiter mit den Nachrichten und gucken was, so, ob wir schon aufgetaucht sind, mal wieder, ob wir wieder erwähnt worden sind, würde ich mal sagen. Spricht Heidi Moore für SEN am 26. August 2160. Diese Woche hat der Starpilot der Allianz, Klaus Steiner, einen zivilen Sanitätskonvoi vor den Angriffen der Koalition gerettet. Steiner lenkte die feindlichen Schiffe ab, sodass sein Geschwader zum Konvoi vorrücken und diesen schützen konnte. Viele feindliche Jäger wurden zerstört, die vermutlich zum Black Sun Geschwader gehörten. Heute erhielt Steiner an Bord der ANS Bremen von Admiral Caldwell das Marinekreuz. Admiral Caldwell, der mittlerweile mächtigste Militärbefehlshaber der Allianz, kündigte kürzlich an, dass er im neuen Senat der Allianz für das Amt des Präsidenten kandidieren werde. Der Präsident bleibt so lange im Amt, bis der Krieg beendet ist. Im Fall der Wahl wird er nicht nur der höchste Befehlshaber der alliierten Streitkräfte, sondern auch der Anführer aller freien Menschen im Sonnensystem. Das war Heidi Moore für SEN. Bis zum nächsten Mal. Na, ob das eine gute Entwicklung ist? Wenn der oberste Befehlshaber der Armee Präsident ist. Na, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, ich weiß, in den USA ist das ja so, in den USA ist ja der Präsident quasi der auch gleichzeitig der Befehlshaber der gesamten Armee. Aber es gibt ja trotzdem noch so eine Trennung, ne, durch Generäle und so weiter. Aber da hat er wirklich beides in der Hand. Ob das eine gute Idee ist, also das bezweifle ich ehrlich gesagt. Das ist meine Meinung. Ihr könnt ja auch eure Meinung äußern. Trotzdem machen wir mal ein iTech, lesen das nochmal schriftlich. Da muss ich eh noch was nachreichen. Am letzten Mal habe ich auch ein Schiff vergessen zu erwähnen. Das machen wir auch noch. Ich weiß, hier wurde auch schon wieder neue Sachen erwähnt in dieser Mission hier. Also Nachrichten eben. Die machen wir am Ende entsprechend der Folge trotzdem. Aber das war vom letzten Mal. Ich spreche trotzdem nachreichen. 26. August 2160. Das Oberkommando der Allianz hat dem Fliegerarzt Klaus Steiner eine weitere Auszeichnung verliehen. In einer heldenhaften Aktion rettete Steiner einen zivilen Krankentransport, der von Koalitionstruppen angegriffen wurde. Steiner lenkte die feindlichen Truppen ab, so dass seine Staffel eingreifen und dem Konvoi Geleitschutz bieten konnte. Einige der feindlichen Jäger waren angeblich Mitglieder des berüchtigten Black Sun Geschwaders. Admiral Caldwell verlieh Steiner die Auszeichnung Navy Cross an Bord der ANS Bremen. Der Admiral, bereits heute der mächtigste Befehlshaber der Allianz, gab heute seinen Wunsch bekannt, für die Präsidentschaft des kürzlich gebildeten Senats der Allianz zu kandidieren. Der gewählte Präsident soll bis zur Beendigung der kriegerischen Handlungen den Vorsitz für alle Mitgliedstaaten der Allianz führen. Sollte Caldwell für diesen Posten gewählt werden, wird er nicht nur der Oberbefehlshaber der alliierten Truppen, sondern auch der Anführer aller freien Menschen im Sonnensystem werden. Ja, ich hätte das keine gute Idee. Ich habe nichts weiter zu sagen, also ist da wirklich derselbe Text. Aber manchmal haben wir ja noch mehrere Infos. Ja, Navy Cross, Marinekreuz, alles das Gleiche. Ist übersetzt Marinekreuz, aber wie gesagt, haben wir mal schon gesagt, hat keine einheitliche Übersetzung. Naja. Okay, mein letztes Mal trotzdem ein Schiff der Koalition vergessen. Ein Jäger, nämlich. Und zwar den Kossack. Den haben wir beim letzten Mal noch bekämpft. Deswegen machen wir den nochmal. Ein schwerer Jäger war das.
Geschwindigkeitsklasse 6, Beschleunigung 7, Geschwindigkeitsklasse 7, Schildstärke 6, Spielaufladung 8, Ratzung 10. Also, für den Sphärenjäger ist der, in meinen Augen, extrem, wenn nicht extrem schnell, extrem gut beschleunigt. Also, finde ich krass. Aber da treibt schon 60 Sekunden, das wird nicht so viel. Zwei Kollapserkanonen. Ja, ich glaube, Kollapser heißen ja eigentlich. Doch, geht ja doch. Der Gatling-Laser, nach hinten gerichtete Zwillingslaser. Und ein 3 und eine Mannschaft 3. Also der hat zwei Hecktürme quasi. Na gut. Dann würde ich mal sagen, wir machen weiter mit der nächsten Mission. Ne, und schauen, was uns jetzt erwartet. Also würde ich sagen, los geht's. Jo, hallo? Na, Ladezeit noch mal kaum. Mittlerweile, im aktuellen System. Okay, Leute, hört zu. Laut unseren Geheimdiensten ist die CS Ramesses, ein russischer Carrier, gerade unterwegs zu einem Treffen mit einer heimkehrenden Kampftruppe der Koalition. Sie hat nur wenige Jäger dabei und ist daher ein günstiges Angriffsobjekt. Unsere erste Aufgabe besteht darin, die Ramesses abzufangen und alle restlichen Jäger zu eliminieren. Als zweites müssen wir nahe genug herankommen und ihre Geschütztürme außer Gefecht setzen. Sobald die Abwehr der Ramesses neutralisiert ist, beginnt der Gamma Wing mit dem Torpedo-Zielanflug. Wir müssen schnell zuschlagen. Brauchen wir zu lange, platzt uns eine heimkehrende Kampftruppe der Koalition in unsere kleine Party hinein. Wenn alles nach Plan verläuft, können wir uns den Scalp eines Koalition-Carriers an die Wand nageln. Aber arbeitet genau nach Plan und achtet auf den Funkverkehr. Also los, 45! Okay. Auf die Mission? Ja, keine Eskorte? Ja, da würde man sagen, ist dieses Schiff nicht geeignet. Ja, war ja mit zu klein und war ja nie mit zufrieden mit. Sah zwar cool aus mit diesem Maul da vorne, ne? Drauf gemalt. Aber naja, hat ja nicht so gut funktioniert mit der Kiste. Angriffsmission, ja, hier haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Da können wir eine Coyote fliegen. Oder eine Grendel. Ey, wie viele Raketen hat die denn? Die hat mehr Raketen sogar, ne? Kann das sein? 2, 4, 6, 7. Die hat so 7 Raketen. Und wie viel hat die Grendel? Aus 7, ne? 2, 4, 6, 7. Ja gut, ich würde mal sagen, wir nehmen die Grendel, oder? Was meint ihr? Was ist eure Meinung dazu? Ja, gute Frage, ne? Ich weiß auch nicht so genau. Ja, jeweils Jackhammer nehmen wir damit. Auf jeden Fall auch 2. Falls wir sowas testen sollten. Eigentlich ist hier gar nicht mal so schlecht ausgerüstet. Die Hamburg brauchen wir wahrscheinlich nicht. Wir nehmen die Kraftstoffbehälter. Da kann man so gut losfliegen, wobei, ne? Ihr kennt mich ja. Ich will die ein bisschen verlegen. Weil damit ich die besser mit dem besser erzielen kann, ihr wisst es. Ich glaube, so kann man eigentlich schon zufrieden sein mit der Grendel, ne? Nehmen wir die Grendel. Und ich würde sagen, ja, los geht's. Viel Glück, Piloten. Mal sehen, wie es laufen wird. Alle Systeme online. September. Okay. Also Monat später. Reliant Control, haben Sie schon eine Spur von der Ramesses? Banshee negativ, ausgewählt. Alpha Leader, wir scannen noch. Screamer ausgewählt. 45. Ihre Mission hat sich geendet. Der Geheimdienst hat sich getäuscht. Haben gerade einen Notruf vom Fort Baxter empfangen. Sie werden von der Ramesses angegriffen. Fliegen Sie sofort dorthin. Wir werden direkt hinter Ihnen sein. Commander Enriquez müsste jeden Moment bei Ihnen eintreffen. Okay. Da kommt Enriquez. Oho. Hat sich alles geändert. Okay, 45. Ich übernehme das Kommando über diesen Einsatz. Lasst uns abrücken. Verstanden, Commander. Bereit zum Sprung. Bereit zum Abspringen. Na dann. Ab die Post, hä?
Control, wir werden von der Ramesses angegriffen. Gott sei Dank, dass Sie hier sind. Scheiße. Ich registriere den Abschuss von Torpedos auf der Ramesses. Das nicht weniger. Du meine Güte. Hier Baxter Control. Alle Schiffe setzen sich ab. Rettungsboote werden jetzt gestartet. Nein, es hat Baxter erwischt. Die Scheiße. Erledigte Jäger 45, die Reliant kümmert sich um die Ramesses. Ne Jäger. Was sind sie? Die Ramesses, sie ist abgehauen. Klasse Schuss, Kumpel. Wir haben die Sprungkoordinaten gemessen, fliegen hinterher her. Sie bleiben hier und bewachen die Rettungsboote. Komm mit mal auf, ne? Los, komm! No. Los, schon mal fertig, wir verlieren gute Leute da draußen. Hier spricht General Macon. Haltet uns die Jäger vom Leib. Ihr habt gehört. Macon ist in einem der Rettungsboote. Wir nähern uns den Rettungsbooten. Gib Deckung. Gib dir den Deckung, 45. Nein, bitte. Nein. Oh. Bergungsschiffe, kommt endlich hierher, verdammt. Beeilung! Oh. Ah, mit der Kiste kommen wir nicht klar. Nein! Bitte! Was willst du, hä? Nimm das, du Versager! Nein! 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 Warte so, Kumpel! Nein! Bitte! Nur mehr? Ja, Verlierer, der Ronan Wing kommt zur Hilfe. 45. Wir kümmern uns um die Rettungsboote. Ihr springt zu diesen Koordinaten, unterstützt die Reliant. Verstanden, 45. Und abrücken. Okay. Bereit zum Abspringen. Haben wir aufgeräumt. Also jetzt? Was ist denn hier los? Scheiße. Das sieht nicht gut aus. 45. Schaffe diese Jäger aus. Komm her. Ich bin Al-Rahat. Macht euch mein Gesicht, denn es wird das letzte sein, das ihr seht. Jetzt habe ich aber Angst. Jemand sollte diesem Clan das Maul stopfen. Wo ist der? Wo hat die Herre zuerst zu sterben, Schwein? Da bist du. Oh man, dieser Typ will es aber wissen. Kommt, den machen wir fertig. Den machen wir fertig, genau. Und tschüss. Ha, noch ein Grünschnabel von der Allianz. Du bist ein Idiot, Pilot. Befreie mich von Hund im Effekt. Hold up. Ach, das ist ein Fall. Abspanns. Loser. So sind halt die Männer, ne? Hau einfach ab, wenn es eng wird. Ich bin getroffen! Ah! Du hast ihn! Banshee ausgewählt. Durch dich ist die Sache gelaufen, Pilot. Na? Nimm das, du Versager. Ja, keine Chance. Nein, nein, nein! Oh, no. Schöner Flug, Pilot. Komm schon. Rache ist sicher. Alle Achtung, großartiger Schuss. Los, 45. Lange halten wir das nicht mehr durch. Und tschüss. Greift an, 45. Die Reliant wird sonst zusammengeschossen. Genieße deine letzte Sekunde, du Versager. Ausgezeichnet. Konzentrieren Sie Ihr Feuer jetzt auf die Schildgeneratoren der Ramesses. Hör gar nicht zu. Jäger wegräumen.
Da sind viele Jäger, das haben ja auch zu viele Feinde hier. Aber auch noch mehr von denen, ne? Oh meine Güte. Na, oh, endlich. Jetzt können wir darum kümmern, hä? Screamer Jackhammer ausgewählt. Na dann. Was ist los? Okay. Ja. Ja, die sind so langsam. Bis dahin einmal so dreimal aufgefressen. Komm schon. Verstärkung von der Koalition hier eintreffen. Was ist das? Okay, 45. Haltet uns Jäger vom Hals. Ihr habt den Mann gehört. Macht schon. Beeilt euch, Gamma. Die Ramses ist straight up. Ein paar Geschütze weg. Ausgewählt. Ja. Wir haben irgendwie nur eine Nachbrennungsneige. Beschäftigt die Waffentürme. Ein Treffer vor dem Sprung und wir sind im Eimer. Scheiße! An die Arbeit, 45. Nachbrennerstatus niedrig. Rache ist sicher. Banshee ausgewählt. Autsch, hat bestimmt wehgetan. Nachbrennerstatus niedrig. Hat ja nie gerade funktioniert. Ich habe es geschafft. Die Rolle ist gestohlen. Ich schlage vor, wir tun dasselbe. Lasst uns hier bloß verschwinden. Bereit zum Abspringen. Verdammt, du bist. Du bist noch dran, ne? Du bist so gut wie tot. Nachbrennerstatus niedrig. Nein, nein, nein! Verdammter Mist. Autsch, hat bestimmt wehgetan. Hey, was machst du da? Für dich, du Trottel. Ich bin sauer. Haben wir ordentlich vergeigt. Nachbrennerstatus niedrig. Na gut, also Zurückschläge. Ich bin getroffen! Ah! Alle Achtung, großartiger Schuss. Das war voll der Mist. Los, weiter im Programm, Kollege. Das war richtig scheiße. Ah! Das war ja nix. Was für ein Fiasko. Wir hatten die Gelegenheit, die Ramses zu vernichten. Und was machen wir? Wir haben's vermasselt. Landevorgang einleiten. Oh man, wir haben's vermasselt. Ja. Was für eine Scheiße. Haben wir richtig Mist gebaut? Verdammt. Naja. Landeerlaubnis. Docken Sie das Schiff sofort an, Pilot! Sie stecken in großen Schwierigkeiten. Brücke Ende. Na, ah, super. Haben wir ordentlich von die Wand gefahren, ne? In diese Mission. Rückschläge haben wir dazu, muss man sagen, in der Karriere eines Geschwaders.
Das war die beschissen. Männer und Frauen der Allianz. Wie Sie wissen, waren die letzten 3 Monate für die Allianz eine schwere Zeit. Im Sonnensystem ist der totale Krieg ausgebrochen. Wir haben schwere Verluste erlitten. Streitkräfte der Koalition haben an allen Fronten angegriffen. Trotz tapferer Gegenwehr unserer Truppen wurden die Erde und alle großen Kolonien überrollt. Trotz großer Rückschläge hat sich die Allianz gesammelt. Und mit der Operation Schild hat die Konsolidierung der Flotten der Allianz begonnen. Dank ihrer Bemühungen sind Schiffe der Allianz aus dem gesamten System zum Triton aufgebrochen. Der Neuaufbau der Flotte beginnt. Obwohl wir uns erstmal neu formieren müssen, haben wir auch Gegenangriffe gegen den Feind begonnen. Unsere Angriffscarrier haben Jagdgeschwader der Koalition um Triton herum geschwächt. Der größte Erfolg war die Zerstörung der CS Lennon durch die Ronin. Gute Arbeit, weiter so, meine Damen und Herren. Ach. Aber voll Mist, immerhin, wir wurden nicht nur hier erwähnt, aber auch die Verdiener der Mission. Naja, so sieht's aus. Wir haben trotzdem eine Nachbesprechung und kriegen jetzt Hintern versucht. Von Nina Maria Enriquez nämlich an mich. Der Oberkommando hat Captain Foster eine vernichtende Bewertung ihrer Kampfleistung übermittelt. Ihre heutigen Flugleistungen waren inakzeptabel. Betrachtet diese Nachbesprechung als Warnung. Nicht nur, dass die Remesis und die Sabersons leicht entkommen konnten, ihr niederträchtiger Anführer Al-Rahan hat sich der Gerechtigkeit wieder entzogen. Ihre Kampfleistungen und die Verteidigung der Rettungskapseln aus Fort Dexter grenzt an Inkompetenz. Was? Wenn sich diese schlechten Leistungen noch einmal wiederholen, erhalten Sie ein Ticket für dieses Shuttle, das von ihr abgeht, Pilot. Kommandant Enriquez. In totaler Kontrast. Über Ihre Beförderung wurde positiv entschieden. Gute Arbeit, Captain. Sie gehen dem Geschwader mit einem guten Beispiel voran. In Anerkennung für unseren Einsatz beim Konsolidieren und Schutz der Flotte und der Allianz während der vergangenen schweren Kriegsmonate verleiht das Oberkommando der Allianz dem 45. Freundlichen Geschwader die Auszeichnung Alliance Defense Forces Mobilization Medal. Diese Auszeichnung drückt Anerkennung für diejenigen aus, die während der letzten Kampagne der Allianz und ihren Völkern gedient und dadurch einen Beitrag zur Stabilisierung der Allianz geleistet haben. Ja, aber... Grenze der Inkompetenz. Haben wir nicht immer den Typen da gerettet? Die Rettungskapseln da? Ja, es ist ja... Ja, richtig doof für uns, aber naja, trotzdem haben wir eine Beförderung uns verdient. Leider Hand, aber immerhin, wir haben immer das Bestmögliche so getan, ja, Bemühungen, ne, würde ich mal sagen. Er war stets bemüht. Und naja, so sieht's aus. Und ja, natürlich gehen wir wieder in die Datenbanken rein, und zwar fangen wir mal an mit dem Videoarchiv, würde ich sagen. So, und zwar geht's zum Rückzug zum Triton. Im gesamten Sonnensystem ist der Krieg ausgebrochen, in dem die Allianz schwere Verluste zu erleiden hat. Die italienische und die französische Flotte wurden praktisch ausgelöscht. Und die Erde sowie alle größten Kolonien wurden trotz heldenhaften Einsatz der Allianz-Truppen überrannt. Trotz dieser schweren Rückschläge hat sich die Allianz neu formiert und unter dem Schutz der Operation Schild haben sich die Raumschiffe der Allianz aus dem gesamten Sonnensystem nach Triton zurückgezogen. Die Neustrukturierung der Flotte kann jetzt beginnen. Obwohl Hauptaugenmerk der Neugruppierung gilt, wurden auch Gegenangriffe auf den Feind geflogen. Hierbei ist hervorzuheben, dass die CS Lenin von der Ronin zerstört wurden. Also von den Ronin zerstört wurden. Genau, so sieht's aus. Und wir haben natürlich auch ein neues Schiff kennengelernt. Ein neues Feindschiff, nämlich. Da gab es eine Mission. Und zwar den Zellen. Den gab es. Den Zellen. Ein leichter Jäger ist das nur. Der hat Geschwindigkeitsklasse 3, ziemlich langsam. Beschleunigung 7, Wendigkeit 5, Schildstärke 6, Bildaufladung 7, Panzerung 4. 100 Sekunden Napalm Treibstoff, 2 Impulskanonen und 2 Munitionsblaster sowie hintere Laserkanone. Finde ich interessant, dass ein leichter Jäger so langsam ist. Der müsste mal vielleicht schnell sein, ja, dafür ist er ja leicht gepanzert. Das macht ja dann Sinn, aber tut es nicht. Ja. Haben wir den auch kennengelernt.
Hatten wir den nicht auch? Mittelschweren Jäger, haben wir den schon mal gehabt? Ich weiß es nicht. Geschwindigkeitsklasse 3, Beschleunigung 10, Wendigkeitsklasse 3, Schildstärke 6, Schildaufladung 7 und Panzerung 6, 100 Sekunden Impulskanonen und Mesonblaster, nach hinten gerichtete Impulskanonen. Jetzt unten haben wir Mannschaft 2. Okay, dann haben wir ein Großschiff kennengelernt, was wir nicht erwischt haben, bedeutenderweise. Das ist ja echt ärgerlich gelaufen alles. Und zwar die CS Ramazes. Das ist entkommen, leider. In die Stellung 2150, Carrier 2. Klasse, 60.500 Tonnen, Ionenantrieb, 42 Raumschiffe an Bord, schwer bewaffnet und 477 Besatzungsmitglieder. Die Ramazes hat die Allianzflotte auf ihrem Rückzug in die entfernten Winkel des Sonnensystems immer wieder zugesetzt und schwere Verluste zugefügt. Das Schiff ist die Baustation des berüchtigten Sarazen-Wings und ist mit äußerster Vorsicht zu behandeln. Ja, wir haben es irgendwie total vergeigt. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Ich habe da alle hier geballert und trotzdem waren die Bomber weg von uns. Ja, die Bomber haben wir nie auch. Einfach die nicht schon mal hatten. Ich meine, jetzt mal schon mal gehabt, ne, die Hades. Ich habe den Langfeuer nicht mehr vorgelesen, aber ich habe die irgendwo in der Liste nicht stehen. Ich glaube, das hatten wir schon, genau. Sagt mir was. Okay, gucken wir mal an. Das Geschwader der Sarazens. Die Sarazens, das sind die hier. Fliegerasse, dann geführt von El Rahan, CS Ramaz und Tigris Konföderation. Die Sabasens sind auf der CS Ramazes, eigentlich Ramazes, stationiert. Stehen unter dem Befehl von El Rahan und haben sich einen Ruf als hervorragende Flieger erworben. Die Sabasens haben an den ersten Angriff auf Europa teilgenommen, kämpfen seitdem an der vordersten Frontlinie und haben die Allianz an den äußersten Rand des Sonnensystems zurückgedrängt. Ihre Abschlussrate beträgt nach unbestätigten Angaben 3:1. Ja, auf jeden Fall ordentlich die zerlegt, ne, ordentlich da aufgeräumt, muss man sagen. Deswegen haben wir die auch befördert. Ja, so sieht's aus. Und dann gucken wir mal diesen Typen an, diesen Al-Rahan, der einfach abgezählt ist. Das ist der hier. 30 Jahre alt, Tigris-Konföderation, Silent fliegt er und heißt eigentlich Chimera, also Rufzeichen. Militärischer Werdegang, Observant der Konföderationsakademie, insgesamt 46 bestätigte Abschlüsse, deutlich mehr, wir haben schon mehr. Training qualifiziert für alle bekannten Kampfschiffe der Koalition. Hintergrund, ein Fliegerast der Koalition und Leader der Sabasens, dem besten Kampfgeschwader der Konföderation mit Stationierung auf der CS Ramazes. Al-Rahan ist der geborene Flieger, der mit List und Strategie das Beste aus seinen Schiffen herausholt. Ein harter und erfahrener Pilot, der ohne Skrupel oder Mitleid tötet. Hochgefährlich und unvorhersehbar. Betrügerisch und verschlagen, mit höchster Vorsicht begegnen. So sieht's aus. Wir gucken mal auf die Abschlussliste. Was haben wir jetzt erreicht? Wir haben die Top 3 geentert. Wir haben Jack Chan hinter uns gelassen. Die drittbeste Pilotin, immer noch 3, immer noch nicht mal mehr 30 hinter Klaus Steiner. Wir haben schnell aufgeholt, muss man sagen, ne? Schnell aufgeholt haben wir. Sehr gut. Auch wenn die Mission nicht so gut lief, wir haben fast eine Beförderung genommen. Ja, es hat tatsächlich einen Grund, warum ich die Mission tatsächlich viel schlagen lasse. Es war natürlich nicht Absicht, ja. Ich könnte auch einfach sagen, jetzt lade mal neu und mach's nochmal richtig. Es hat tatsächlich einen gewissen Reiz, sag ich mal, das die viel schlagen zu lassen. Hat mir einen gewissen Auswirk auf die spätere Mission. Wo wir dann entsprechend zu gegebener Zeit, werde ich das mal dann erwähnen, dann werdet ihr Bescheid wissen, warum wir das jetzt so gemacht haben, wie ich es gemacht habe. Hat natürlich alles seinen Grund, was ich hier mache, natürlich. Wir haben das jetzt erhalten, Allianz Defense Mobilization Medal, quasi Abschluss des ersten Aktes, kann man sagen. Wie gesagt, hat seinen Grund, warum wir das jetzt so vergeigt haben, das kann ich euch schon verraten. Aber wie genau das der Grund ist, das erfahrt ihr später im Let's Play. Und ja, wir sind am Ende angekommen von dieser Folge hier. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß daran. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen und auch an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Denkt daran, dass ihr folgen könnt auf Twitter oder Facebook, um aktuell dran zu bleiben. Ihr könnt beitreten dem Discord-Server zum Quatschen, kennenlernen, Spaß haben, mitspielen, mitmachen und mitgestalten. Dort erfahrt ihr alles, was Neues gibt, noch viel, viel mehr.
Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und ich sage danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.